hörst Episode 98 vom Schiebrunner Podcast, dem Podcast für Expertinnen, die sich ein freies, leichtes und selbstbestimmtes Business aufbauen möchten. In dieser Episode nehme ich dich mit hinter die Kulissen und erzähle dir von unserem Teamworkshop in der letzten Woche und was dieser mit unserem Rückschritt im Business zu tun hat. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. Ich habe mir still und leise ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in die Themen Strategie, Mindset und Leadership. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich wie immer riesig, dass du hier bist. Und bevor ich in die heutige Episode einsteige, habe ich noch eine riesengroße Bitte an dich, denn wir feiern in Kürze, und ich kann es kaum glauben, die 100. Podcast-Episode des Schiebrunner Podcasts. Und Nele aus meinem Team hat sich dafür eine ganz besondere Aktion überlegt. Wir wollen dein Feedback zum Schiebrunner Podcast im Schiebrunner Podcast hören. Das heißt, du hast die Möglichkeit, mir in einer kurzen Sprachnachricht zu erzählen, warum du den Schiebrunner Podcast so gerne hörst, wobei er dir geholfen hat und was du an mir beziehungsweise auch an dem Schiebrunner Podcast so sehr schätzt. Und wenn du mir sonst noch irgendetwas mitteilen möchtest, dann kannst du das natürlich auch super gerne tun. Wichtig ist, dass deine Aufnahme nicht länger als 3 Minuten ist. Also da haben wir eine Zeitbegrenzung eingebaut und es gibt ein Formular, das findest du in den Shownotes, und in diesem Formular hast du die Möglichkeit, mir deine Sprachnachricht direkt aufzuzeichnen. Also das ist super bequem. Wichtig ist, dass du in einer ruhigen Umgebung bist, dass es keine Hintergrundgeräusche gibt und ansonsten einfach offen, authentisch und ehrlich. Und ich freue mich riesig auf all die Sprachnachrichten, die hoffentlich in den nächsten Tagen hier bei uns eintreffen werden. Also dafür schon mal 1000 Dank. Danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Und ich bin wirklich super gespannt, denn ich kann kaum glauben, dass es schon fast 100 Podcast-Episoden sind. Also nicht nur 100 Podcast-Episoden, denn jetzt, wo ich das sage, fällt mir auch ein, dass der Schiebrunner Podcast tatsächlich auch 2 Jahre alt wird. Der ist kurz vor Weihnachten 2019 online gegangen. Wahnsinn! Es ist wirklich verrückt. Jetzt aber mal weiter mit der heutigen Episode, beziehungsweise steigen wir in die heutige Episode ein. Und für die heutige Episode habe ich mir überlegt, dass ich dich nochmal mit hinter die Kulissen nehmen möchte, denn bei Schiebrunner hat sich in den letzten Monaten sehr, sehr viel getan. In einer der letzten Podcast-Episoden vor so ein paar Wochen hatte ich schon mal erzählt, dass ich im Sommer mich dazu entschieden habe, in diesem Jahr keinen weiteren Launch durchzuführen. Und diese Entscheidung bedeutete für mich einen Rückschritt. Nicht nur für mich, sondern auch für Schiebrunner. Und ich hatte daran wirklich ganz schön zu knabbern, weil ich gerne Fortschritte sehe, weil ich gerne mehr erreiche als im letzten Mal, weil ich gerne meine eigenen Ziele übertreffe. Und mit dieser Entscheidung war es dann eben so, dass ich ganz genau wusste, dass wir unsere Ziele definitiv nicht erreichen werden und dass wir mit dieser Entscheidung auch einen Rückschritt machen werden. Und das hat aber nicht bedeutet, dass wir Teammitglieder verloren haben, sondern ganz im Gegenteil. Das werde ich dir gleich auch noch erzählen. Und genau, also heute, ein paar Monate später, heute weiß ich,
dass es genau die richtige Entscheidung war, die ich im Sommer getroffen habe. Ja, ich musste mir im Sommer einfach eingestehen, dass wir nicht die richtigen Ressourcen und auch Kapazitäten hatten, um weiter zu wachsen. Ja, um die Dinge weiterzumachen, die wir gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr auf eine Plattform gesetzt für die Shipreneur Academy und auch für das Shipreneur Academy Bootcamp, die nicht eingehalten hat, was sie zu Beginn versprochen hat. Und das war für uns total ärgerlich, denn das hatte zu vielen technischen Herausforderungen geführt und auch zu einigen meckernden Kunden geführt, was natürlich nicht so schön ist. Und es hat uns viel, 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 viel Zeit und auch Geld und auch natürlich, ja, Zeit und Geld, also Ressourcen gekostet, die total unnötig waren. Und auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen. Vielleicht hast du dir gehört. Falls nicht, hör dir die gerne nochmal an. Wichtig ist, oder in dieser Episode habe ich auch noch mal dazu ermutigt, Entscheidungen zu treffen, denn im Grunde wissen wir nicht, ob die Entscheidung, die wir treffen, richtig oder falsch ist. Es kann immer sein, dass eine Entscheidung sich als falsch entpuppt, und das war in unserem Fall so. Aber ja, wir sollten uns davor natürlich nicht abhalten lassen, ne? Von daher möchte ich auch an dich unbedingt weitergeben, keine Angst davor zu haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Es ist viel besser, eine falsche Entscheidung zu treffen, als gar keine Entscheidung. Und an dieser falschen Entscheidung, die ich im letzten Jahr getroffen habe, sind mein Team und ich in diesem Jahr extrem gewachsen. Ja, das sind die Dinge, die uns weiterbringen, auch wenn es im ersten Moment nicht so schön ist. Es sind die Dinge, die uns weiterbringen. Ja, das ist ganz wichtig. Also das war so die eine Herausforderung, die wir in diesem Jahr hatten. Also die eine, ne, Ressource, auf die wir gesetzt hatten, um, ne, die Plattform, auf die wir gesetzt haben, um mit unseren Kundinnen zu arbeiten. Und weiterhin hatten wir nicht die richtigen bzw. nicht ausreichend Ressourcen und Kapazitäten im Team. Und ich habe für viele Aufgabenbereiche noch die Verantwortung. Also das bedeutet, ich setze nicht um, sondern ich treffe die Entscheidungen. Und auch das führt natürlich dazu, dass ich nicht überall die Entscheidungen treffen kann, oder dass das natürlich auch ziemlich viel ist. Das heißt, ich habe mich dann im Sommer auch nochmal, oder ich glaube, das war auch schon vor dem Sommer, mit dem Thema Personalrekrutierung beschäftigt, und im Oktober habe ich dann nochmal das Team erweitert, und im Januar kommt auch nochmal eine weitere Mitarbeiterin in Festanstellung hinzu. Also wir wachsen weiter intern, auch wenn wir finanziell oder monetär gesehen nicht weiter wachsen, ja. Und wenn wir diese zwei Dinge berücksichtigen, dann sieht man, es war einfach nicht sinnvoll, weiter zu wachsen. Also wir hätten natürlich noch einen Launch machen können, wir haben alles vorbereitet, wir hätten das durchziehen und durchpowern können und hätten dann definitiv mehr Umsatz gemacht und vielleicht sogar unser Umsatzziel erreicht. Es hätte aber dazu geführt, dass die Mitarbeiter überfordert oder überarbeitet gewesen wären, dass die Kundinnen sich weiterhin auf unserer Plattform nicht wohlgefühlt hätten, dass wir viele Anfragen nicht bearbeitet oder nicht zeitnah bearbeitet hätten können. Ne? Das sind so Sachen, die wir natürlich berücksichtigt haben, um zu entscheiden, dass es nicht sinnvoll ist, weiter zu wachsen. Stattdessen haben wir uns auf andere Aufgaben konzentriert, und auch da möchte ich dich einmal mit hinter die Kulissen nehmen. Ein großes Projekt, was wir im Sommer angegangen sind, war unser Content Marketing auf weiteres Wachstum vorzubereiten. Das bedeutet, dass wir Anleitungen, Prozesse, Checklisten, Guidelines etc. entwickelt haben, die es uns erlauben, zukünftig effizienter und zielgerichteter zu arbeiten,
wenn wir neue Leute an Bord holen. Das heißt, wir haben ganz viel schon vorbereitet, das uns für weiteres Wachstum oder bei weiterem Wachstum besser gesagt unterstützt und wir schnell neue Teammitglieder oder Freelancer ins Team holen können, die uns im Bereich Content Marketing unterstützen. Und außerdem arbeiten wir aktuell an einer neuen Webseite. Also unsere aktuelle Webseite wird überarbeitet und mit etwas Glück geht sie in diesem Jahr noch online. Auch das war nochmal eine große Entscheidung. Die Webseite war jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Wir hatten dort die Texte schon lange nicht mehr überarbeitet oder eigentlich seit 2018 nicht mehr überarbeitet. Und da hat sich so viel einfach in den letzten Jahren verändert, so dass das einfach auf die neue Webseite drauf muss. Vom Design her wird sich nicht so viel ändern. Es wird weiterhin natürlich das Chipreneur-Design geben. Wir werden ein bisschen moderner und ja, ich bin schon super, super gespannt. Der zweite Teil, mit dem wir uns beschäftigt haben, waren so 6 Schlüsselelemente eines Unternehmens. Und zwar ist das eher so ein Betriebssystem für das Unternehmen und ich gehe da gleich nochmal näher drauf ein, weil das super wichtige Elemente sind, mit denen ich mich auch schon 2018 das erste Mal beschäftigt habe. Und das erste Schlüsselelement ist die Vision. Eine Vision zu haben ist super wichtig, denn sie ermöglicht nicht nur dir, den Weg zu gehen oder den Weg zu sehen, wo du hin willst, sondern eben auch wenn du ein Team hast, dann schafft ihr es dadurch, an einem Strang zu ziehen, denn jeder weiß, wo es hingeht. Ja, jeder hat Klarheit und diese Klarheit hilft uns dabei, gemeinsam und im Vertrauen auch vorwärts zu gehen und die gemeinsam gesteckten Ziele auch zu erreichen. Und der zweite Punkt ist das Team. Also wir brauchen die richtigen Teammitglieder, die auf den richtigen Positionen sitzen. Und wenn du die richtigen Teammitglieder hast, dann ist es eben auch viel, viel leichter, große Visionen und Ziele zu erreichen. Dann der dritte Punkt sind Daten. Ja, das ist so ein Thema, wo viele keine Lust drauf haben. Und die Daten sind aber super hilfreich, weil sie zeigen uns einfach unabhängig von Gefühlen, unabhängig von Persönlichkeiten und Egos, ob das Unternehmen, ob du mit deinem Business auf dem richtigen Weg bist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du weißt, an welchen Kennzahlen du erkennen kannst, ob dein Unternehmen in die richtige Richtung geht. Also ob deine Aktivitäten oder die Aktivitäten, die du durchführst, ob die dir dabei helfen, dein Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Dann ein weiterer Baustein sind Herausforderungen, also der lösungsorientierte Umgang mit Herausforderungen. Wir alle haben Herausforderungen im Unternehmen, es tauchen immer wieder Herausforderungen auf, sei es zu wenig Verkäufe, irgendwelche Marketingstrategien greifen nicht, technische Herausforderungen, Herausforderungen mit Kunden zum Beispiel. Und ganz wichtig ist, dass wir im Unternehmen uns ganz lösungsorientiert mit diesen Herausforderungen beschäftigen und auch schauen, was wir tun können, um mit diesen Herausforderungen eben umzugehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Herausforderungen nicht auf die lange Bank schieben, sondern dass wir sie uns angucken und schauen, was die nächsten Schritte sind oder welche To-Dos sich aus diesen Herausforderungen ableiten. Dann haben wir noch ein weiteres Thema, das ist das Thema Prozesse. Und da habe ich ja auch schon ganz, ganz oft drüber gesprochen. Es ist super wichtig, Geschäftsabläufe zu systematisieren, ja, zu dokumentieren und anderen Teammitgliedern, falls du welche hast, zugänglich zu machen. Falls nicht, ist es trotzdem total wichtig, deine Geschäftsabläufe zu systematisieren. Denn das hilft dir dabei, zukünftig Aufgaben zu delegieren. Das hilft dir aber auch dabei, dass du nicht immer wieder von Null anfängst. Ja, das heißt, es sind einfach Dinge, auf die du wieder zurückgreifen kannst und dadurch
einfach viel effizienter und viel besser wirst in dem, was du tust. Das kann zum Beispiel die Durchführung eines Launches sein. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Prozess für die Durchführung von Launches. Und dort steht dann beschrieben von A bis Z, wie wir einen Launch durchführen. Dort sind die Vorlagen oder ehemalige, also E-Mails, die wir in der Vergangenheit verwendet haben, hinterlegt. Dort sind die Sales Pages hinterlegt, die Opt-in-Seiten hinterlegt. Also all die Dinge, die für uns wichtig sind oder auch, wie man eine Auswertung macht. Also das sind auch Sachen, die wir zum Beispiel in der Shepreneur Academy unseren Kundinnen zur Verfügung stellen. Und das ist eine riesengroße Abkürzung. Also je mehr du systematisieren kannst und nicht immer wieder neue Dinge erstellst, desto leichter wird es dir auch fallen, mit deinem Business vorwärts zu kommen. Und genau, das sechste Element ist die Umsetzung. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig und kommt ganz oft zu kurz, weil es natürlich viel leichter ist, Ideen zu entwickeln, als Ideen umzusetzen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir aber diese Elemente, die wir gerade besprochen haben, wenn wir die definiert haben und die richtigen Teammitglieder auch an Bord haben, dann ist es viel leichter, Dinge umzusetzen oder die Strategien, die wir definiert haben, auch umzusetzen und unseren Zielen Schritt für Schritt näher zu kommen. Ja, und das sind die Dinge, die wirklich dein Business leicht und sexy machen. Also wenn du diese Elemente für dich, für dein Unternehmen und dein Team definierst, dann hast du damit die Grundlage für dein Business gelegt, das leicht und sexy ist beziehungsweise zukünftig wird. Ja, das ist sozusagen das Betriebssystem deines Unternehmens. Und ein Unternehmen ohne Betriebssystem zu leiten, ist wie ein Fahrrad mit einem platten Reifen zu fahren. Man kommt voran, weiß aber, dass alles besser, glatter, schneller und bequemer laufen könnte, wenn wir einen richtigen Reifen hätten oder einen Reifen, der heil ist. Ja, das heißt, ein Betriebssystem fürs Unternehmen hilft dir dabei, schneller zu wachsen, das Unternehmen sicherer zu führen, viel seltener in Schleudern zu geraten und viel schneller ans Ziel zu kommen. Und ich habe mich mit diesen Schlüsselelementen schon 2018 auseinandergesetzt und arbeite seit 2019 mit diesen sechs Schlüsselelementen. Und ich habe da auch einen Buchtipp beziehungsweise direkt zwei für dich mitgebracht, die wir auch in den Shownotes verlinken. Das ist einmal Rocket Fuel und Traction von Gino Wickman. Und ich meine, beide Bücher gibt es nur auf Englisch. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Und wie gesagt, also ich habe beide Bücher gelesen, noch viel mehr Bücher von Gino Wickman, aber die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe 2018 die Bücher gelesen und 2019 begonnen, Teile davon zu implementieren und habe in diesem Jahr nochmal gemerkt, dass das noch nicht genug war. Also ich habe sie zwar auch teilweise ans Team ausgerollt, diese Elemente, aber teilweise war es noch nicht so klar oder teilweise hatte ich vielleicht auch die Teammitglieder noch nicht so richtig an Bord. Wie ich vorhin gesagt hatte, habe ich ja auch viele Verantwortungsbereiche noch unter mir, beziehungsweise treffe ich noch viele Entscheidungen in vielen Bereichen. Und dieses Betriebssystem für dein Unternehmen hilft dir dabei, da auch loszulassen und mehr Verantwortung an deine Mitarbeiter, an dein Team zu übergeben. So, das heißt, ich habe gemerkt, so gegen Mitte des Jahres, dass wenn wir weiter wachsen wollen, dass ich auch diese sechs Schlüsselelemente, dass ich da nochmal ran muss, dass ich da nochmal, dass ich mir da auch bei der Implementierung, bei der in Anführungsstrichen richtigen Implementierung nochmal Unterstützung holen muss. Weil ich einfach nicht alleine weitergekommen bin. Ich habe zwar, wie gesagt, viel definiert und habe das auch an mein Team weitergegeben. Und wir haben zum Beispiel auch nach Werten unsere Teammitglieder eingestellt etc. Trotzdem war es aber so, dass die Implementierung für mich eine große Herausforderung war und auch ziemlich viel Energie kostet. So, das heißt, ich habe dann nochmal Unterstützung geholt. Das war auch im Sommer. Und jetzt in der letzten Woche fand nochmal so ein zweitägiger Workshop mit meinem Team in Hamburg statt.
Und da haben wir uns nochmal ganz intensiv mit diesen 6 Elementen beschäftigt und wir hatten auch jemanden, der uns da angeleitet hat und uns unterstützt hat, also jemand, der ganz viel Erfahrung auch in dem Bereich hat und uns da gut durch diesen Prozess nochmal führen konnte. Ne, das heißt, wir haben halt all diese Dinge, die ich in der Vergangenheit schon formuliert hatte, nochmal in Frage gestellt und zur Diskussion gestellt. Und haben die Teammitglieder ins Boot geholt und das eben nochmal gemeinsam besprochen. Also die Vision nochmal gemeinsam besprochen, die Werte nochmal gemeinsam besprochen und genau den Unternehmenszweck, also den Purpose des Unternehmens. Und es hat super, super viel Spaß gemacht. Es war mega spannend und anstrengend war es auch. Unsere Köpfe haben total gequalmt und es ist aber super viel, oder nicht aber, wie du dir vielleicht sogar vorstellen kannst bei uns, sind da richtig, richtig tolle Dinge bei rausgekommen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, mich nochmal damit auseinanderzusetzen, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen, also bis zum Jahresende, auch noch folgen. Und Teile davon haben wir haben wir im Team eben nochmal neu entwickelt und das war besonders toll, weil es mir auch nochmal gezeigt hat, dass ich mit dem, was ich vorher definiert hatte, komplett auf dem richtigen Weg auch war. Also ich würde sagen, von den Werten sind wir ein bisschen abgekommen, aber von dem, was vorher zum Beispiel besprochen wurde oder was ich vorher schon definiert hatte, da liegen wir wahrscheinlich bei so 70, 80, da stimmen wir bestimmt mit so 70-80% überein und das ist richtig cool. Wir haben auch die Vision für Schiebrenner nochmal überarbeitet. Da haben wir noch so ein paar Möglichkeiten, die wir noch nicht final diskutiert haben und auch das ist nochmal viel klarer, viel konkreter geworden, sodass ich wirklich total begeistert bin und mich auch freue, dass wir diese ganzen Sachen jetzt umsetzen. Also wie du siehst, hat sich ganz viel im Hintergrund getan. Also auch wenn wir nicht mehr Geld verdient haben als im letzten Jahr, hat sich im Hintergrund ganz, ganz viel getan. Ich würde sagen, wir als Unternehmen sind nochmal viel professioneller geworden. Wir sind nochmal ein Stück mehr Unternehmen geworden und haben so richtige Unternehmensstrukturen implementiert. Rückblickend hätte ich mir gewünscht, dass ich damit ja schon 2016 gestartet bin. Das heißt, wenn du das hörst, also guck wirklich, dass du dich mit diesen Elementen schon beschäftigst und dir dazu Gedanken machst, weil es dir einfach dabei hilft, klarer zu werden und auch leichter voranzukommen. Ja, das macht super viel Spaß und wenn die Klarheit dann da ist, wirst du auch merken, dass es für dich eben leichter wird, dein Business nach vorn zu bringen. Ja, also wie gesagt, für mich war das nochmal in der letzten Woche nochmal so eine riesengroße Bestätigung, dass wir total auf dem richtigen Weg sind, dass ich die richtigen Teammitglieder auch an Bord habe, also diejenigen, die hinter Schiebrenner, der Vision und den Werten stehen und das war wirklich ein richtig, richtig tolles Gefühl und dass wir das jetzt gemeinsam noch ein Stückchen besser und kraftvoller gemacht haben, das war für mich wirklich so ein riesengroßes Highlight der letzten Woche. Und genau, was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass wir nur wachsen können, wenn die entsprechenden Strukturen da sind. Ja, das ist ein wesentlicher Baustein auch der Schiebrenner Essentials Methode, die wir in der Schiebrenner Academy auch unterrichten. Und ohne Strukturen kein Wachstum oder ist nur sehr schwer Wachstum möglich, ein Wachstum, das sich nicht erfüllen wird. Also du kannst an der Stelle auch mal selbst überlegen, wärst du jetzt bereit für die doppelte Anzahl an Kundinnen und Kunden, für die 10-fache, für die 100-fache oder für die 1000-fache Anzahl an Kundinnen und Kunden? Und damit meine ich nicht nur den Verkauf, ja, sondern auch die Abwicklung, die Betreuung und die Unterstützung. Ja, das ist ganz wichtig. Und falls nein, dann ist es wichtig, dass du die entsprechenden Strukturen schaffst, die dich dabei unterstützen, weiter zu skalieren. Und damit meine ich nicht nur Prozesse, Tools und Automatisierung, sondern auch ein Team. Und ein Team stellt uns nochmal vor ganz neue Herausforderungen. Wenn du dir ein Team aufbaust, dann ist es wichtig, dass du dich noch intensiver mit Visionen, Purpose, also Unternehmenszweck, Werten
und Zielen beschäftigst und diese auch an deine Mitarbeiter kommunizierst und ganz wichtig auch vorlebst. Und damit solltest du starten, falls du das noch nicht getan hast. Egal, wo du gerade stehst und wenn dein Ziel natürlich auch weiteres Wachstum und Skalierung ist. Ich möchte dir in dieser Episode noch ein paar meiner Learnings mitgeben, die dir auch dabei helfen, dein Business leicht zu skalieren, ja, und natürlich leicht und sexy zu machen. Und das erste ist definitiv, jedes Produkt steigert die Komplexität. Das heißt, keep it simple, ja, entwickel nicht zu viele Produkte, denn jedes Produkt braucht deine Aufmerksamkeit. Wir bei Shepreneur haben 3 Produkte, also wir haben das Academy Bootcamp, das übrigens im Januar wieder startet. Das ist für Online-Business-Starterinnen. Dann haben wir die Shepreneur Academy, die für fortgeschrittenere Online-Unternehmerinnen ist. Und dann habe ich die Shepreneur Mastermind, die für 6-stellige Unternehmerinnen ist. Also es sind 3 Produkte und für diese 3 Produkte haben wir die entsprechenden Strukturen geschaffen. Ja, noch nicht, vielleicht auch noch gar nicht so, wie ich mir das wünsche. Da wird im nächsten Jahr auch noch einiges passieren. Wir werden im nächsten Jahr vor allem für die Academy und das Academy Bootcamp noch einen Funnel aufbauen, sodass wir kontinuierlich auch Leads generieren und wir mehr Stabilität ins Business bringen und uns unabhängiger auch von Launches machen. Also, und wenn du dir überlegst, dass du das zum Beispiel für 10 Produkte machen musst, weil du zum Beispiel 10 Produkte hast, die du gerne verkaufen möchtest, dann siehst du schon, ist das sehr komplex. Ja? Also jedes Produkt steigert die Komplexität. Dann der nächste Punkt ist, erfinde das Rad nicht immer neu. Ja, systematisiere deine Geschäftsabläufe. Das ist ganz, ganz wichtig. Es war auch für mich ein riesengroßes Learning und das hat mir vieles erleichtert und hat mir auch dabei geholfen, ganz viele Aufgaben einfach abzugeben und auch so abzugeben, dass die Qualität stimmt, dass ich mit der Qualität, mit den Ergebnissen meines Teams total happy und zufrieden bin und dass viele Dinge eben auch unabhängig von mir passieren. Dann kannst du diese Aufgaben super abgeben oder hast auch für dich eine Orientierung und weißt, wie du Dinge leicht auch wiederholen kannst. Also ganz wichtig, erfinde das Rad nicht immer wieder neu, ja, sondern erweitere das, was du schon erstellt hast, perfektioniere es, statt immer wieder Neues zu entwickeln oder Neues zu erfinden. Dann der nächste Punkt ist wirklich eine starke Vision und klar definierte und gelebte Werte zu haben. Das ist wirklich aus meiner Sicht das A und O, wenn du die richtigen Teammitglieder auch an Bord holen willst und wenn du mit deinem Business Sinn stiften willst, wenn du mit deinem Business weiter wachsen möchtest und wirklich auch ein ganz tolles Team hinter dir haben möchtest, das dich unterstützt und dass ihr gemeinsam einfach auch auf das Ziel, was ihr gemeinsam auch für das Unternehmen definiert habt, hinarbeitet. Und da hilft es wirklich, eine starke Vision auch zu haben, denn wir wissen alle, dass oder viele von uns zumindest waren früher in einem Unternehmen, in dem sie nicht so happy waren und unterfordert waren oder sich nicht mit dem Unternehmen identifizieren konnten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass alle Teammitglieder wissen, worauf wir hinarbeiten und dass sie auch voll und ganz dahinter stehen, ja, dass das für sie ebenfalls wichtig ist. Und wenn du dich mit dem Thema Teamaufbau beschäftigst, dann solltest du dich definitiv auch mit deiner Vision beschäftigen. Und dann, ein ganz wichtiger Punkt, über den ich ja auch ganz viel spreche, ist, du brauchst wirklich Ziele. Ziele nicht nur für dich und dein Unternehmen, sondern auch für dein Team. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn dein Team ebenfalls Ziele hat, dann weißt du, dass du dein Unternehmen in die richtige Richtung lenkst, beziehungsweise wissen auch deine Teammitglieder, was ihr Aufgabenbereich ist, wo ihre Verantwortung liegt und wie sie ihren Verantwortungsbereich gestalten können, sodass die Ergebnisse auf das Ziel des Unternehmens auch einzahlen. Ja, also das waren so meine großen Learnings, da gibt es sicherlich noch zig mehr, aber vielleicht hörst du dir einfach noch mal an, die sind wirklich Gold wert. Ganz, ganz ehrlich, also ich hätte mir gewünscht, die schon viel früher verinnerlicht und umgesetzt zu haben,
dann hätte ich natürlich nicht die Learnings, die ich heute an dich weitergebe und die dein Business leicht und sexy machen. Ich hätte mir aber jede Menge Herausforderungen, jede Menge Frustration gespart. Also hör dir das gerne nochmal an, zumindest die letzten Punkte, meine Learnings, und schaue, welche du davon in deinem Unternehmen umsetzen möchtest. Und lass mich wissen, was du aus dieser Episode mitgenommen hast, indem du mich auf Instagram text. Und ich bin schon super, super gespannt darauf. Und noch ein kleiner Hinweis, denk dran, mir dein Feedback zur 100. Episode dazulassen, die schon in Kürze, in 2 Wochen ungefähr, ich weiß nicht genau, welches Datum das ist, aber Anfang Dezember rausgeht, und das Formular findest du in den Shownotes, und mit etwas Glück hören wir dich dann in der 100. Episode. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf alle Sprachnachrichten, die mich erreichen werden, und auf die 100. Episode, da haben wir ganz tolle Sachen auch für dich vorbereitet. Ich freue mich und ich wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Restwoche, einen ganz tollen Tag, einen schönen Abend, und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, tschüss! Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast@she-preneur.de und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen? Also, sei smart, bleib dran und trau dich, groß zu denken.